Na jo, trotz von der Dörner, wir haben diese Werke Jazz von Bolivia, Jazz von Mexiko, anscheinend speziert. Und von der werden wir dann ein bisschen eben merken. Von der werde ich was merken, dass was würde ich dann Koms Fleischbolz nennen. Ich habe mal habe fertig gemoldet Fleisch, eingeriert, das Klopfleisch, und dann wird dann Koms Blätter erholen, und dann wird backen. Aber von der werden wir ein bisschen wir sind jetzt eine Schönschmeiden, ein Freund von Durango hat uns das geschickt, das ist ab. Und nun will ich das mal proben. Und das sei einfach, und ich werde was sehr Schönschmeiden. So, nun wollte ich wissen, was wurde zu brücken. Wuhu! Okay, da wollte ich mal wissen, was wir alles haben. Hier haben wir Feuer, Tien, Schisnick, sehr fein geschnitten. 4 Cloves, Minced, Garlic. Hier haben wir 1 Esslöffel Paprika, 1 Tablespoon Paprika. Hier habe eine Nate Seppel, sehr fein gerieben mit dit. 1 cut up onion, very finely diced. Hier habe salt and pepper, so viel es die glauben. Salt and pepper to taste. Hier habe 3 Kuffel Koms, fein gerieben mit dit, warte. 3 cups of cabbage, shredded very fine. Hier habe 2 Eier, 2 Eggs. Hier habe 900 Gramm gemoldet Rindfleisch, 900 Grams of ground beef. Das kann mehr, das kann weniger, das kann nicht. You can do more or less, it's not picky. So, nun werden alle erinnern. Ja, hier habe ich dort alle Schmack abgeschrieben, wo das alles verbrückt. Und dann schaue ich das selbst merken. Okay, Fleisch habe ich hier bin. Wo wir die Eier hier nehmen. Schissnick. Und wenn ihr noch zu viel Schissnick essen, dann mit Weinjahr, das Paprika, das Zeppelin. Und dann Salt und Pepper, so viel es uns dann jagert. Und du, wir können immer noch hier mit Meier. Und hier haben wir den Koms, die wollen ich von ungefähr 2 Köffel voll nehmen. Wo wir das Deich kneten, und dann wenn ihr zu seht, wir können vielleicht noch Meier der Mann kneten, aber dort, wir haben nun nicht bloß zu viel. So, nun wird das Deich kneten, dann wird ein bisschen wo das seht, und dann werden wir Bowls merken. Okay, nun hör ich dir mal her. Wir haben da 12 große Size Bowls gemerkt. Und dann wird das Rezept dann verlangt, das ist dann da oben in der Pan. Dann klebt es hier Olive Oil nehmen. Und dann da wir diese Bowls da nehmen. Und dann hat wir den Ofen ab at 500 Grad Fahrenheit. Und dann backen wir das für 35 Minuten. Aber ich will das von dir und klebt anders dann. Wir wollen die Pan von nun ein bisschen weich sagen. Wir haben Büten 4 gemerkt, da wollen wir die Büten auf dem Glaut Mäßig und Skor backen. Und da wollen wir hier nähern und da wollen wir eh wieder alles knapp, was der Hai hier. Dann hat er noch ein bisschen Rührgeschmack. Das schmeckt, glaube ich, noch schöner. Aber wenn ihr dort nicht wählen, dann da ihr die Klaps plus hier nähern. Und dann backt ihr das, was ich sage, für 35 Minuten 500 Grad Fahrenheit. Bake these balls for 35 minutes at 400 degrees Fahrenheit. Or you can barbecue them first. Hier haben wir Don Pedro abgehört. Du, nun da, du, Ekenhalt. Glautmärken. Zum der Klopsbolz backen. Okay, while we're waiting for our coals to get ready, charcoal, we'll mix some stuff together. Den Tiet, wo wir nur die Kohlen lüren, aber der reit sein und halt, dort vier. Well, we're tote mixing. Here have a 3 cuffel mozzarella cheese, fina. 3 cups of shredded mozzarella cheese, vita cheese. Here have a pie that sale. We were in whole with cuffel door van root name and that say a fine twist needing. Half a cup of diced parsley. Here have a simple yolk. We were in whole with cuffel simple yolk twist needing. Half a cup of diced onion greens. And here have a what for now, tomato sauce. I will you more lot wiesen, check them all. Dort now it's like tomato sauce. I tell you, I'm sure typing. Tomato sauce. And dort wo wir dann so ewa jäutnis wie brocken. Tomato sauce as needed. And here have a mayonnaise. Mayonnaise. We were in saas 8 lepel mayonnaise brocken. 6 tablespoons of mayonnaise. Nu wa wir dit fin schnieden. Get it all diced up, und dann werden wir das all tot mixen. Ja, nun habe ich das hier am Bild, und ich kann Ihnen dort Schmack abschreiben, wo wir das erinnern da. Ich habe die gleichen dort. Okay dann, wir haben hier nun 5 Lebe voll Almank, das ist das erste. Ja,
Aber hier saß Label Mayonnaise nehmen. Sechs. Nein, hier haben wir das Parsley, das Petersilien, die Scheibes, Sippeljuck, wo das hier nehmen. Und dann werden wir das Säuerfände hier, dann mixen wir es sehr, sehr nicely. Und dann ist das rein. Ich wollte wissen, wo das sitzt, weil das ist ein Schmuck, der hier geht. Boah, ich kick dem mal. Wir got it all mixed up nicely. Säuerfände hier geht. Boah, nun ist das rein. Und wenn es noch lang geht, dann werdet ihr die Brücke dann und sagt ihr, dass ich es nehme. Ich hab nehmen. If it takes too long, before you use it, put it in the fridge. Boah, Säuerschein. Wow. Don Pedro, den ist hier bei Säuerfan eingestellt. Check dem mal dort. Und du hast die Balls. Hör ich dem mal. Can you hear it? Oh yeah. Und zwischen an, hier habe ich einen Spähler. Hot Water Tank. Da wird die Hutter heute merken, dass wir nur hier keine Graut den Morgen abwaschen. Ja, für einmal abwaschen, ich mal eten merkt. Ja, jetzt uns heute Bella. Na, da werden wir hier mal bei Don Pedro war ein bisschen anchecken. So, dass ihr sein könnt, die Klaps sind ja nur rot. Ich habe eine besondere Art Fleischsalz gebrückt. Ihr könnt so ein Salz brücken, was ihr wollt. You can use whatever salt you want. I use meat tenderizing salt. Und da war es immer ein bisschen so rot. Das ist ein Knopf, die kriegen so eine Art Salz, aber immer haben. Ihr könnt, was immer sollt, ihr brauchen, ihr bleiben. Das steht vor, dass man ein bisschen rot. Weil das soll brauchen, das. Aber hörst du mal. Ich lege das Bowl gehen und dann wollen wir das immer hier vor ich machen. Almost done. Du hast nicht gekickt mal. Nun haben wir die. So, mein Gua. Nun werden wir den Plot nehmen und wollen wir das immer hier backen. Now we're gonna put them in a baking sheet and do the rest. Okay, next what we're going to do is a pen way back, there's a moya. We'll name and pencil the all met tomato sauce. Cover them all up with tomato sauce. That's a start. We're confusing what we've done. We're done with the dish and all of the strong the pencil. So, now what we're going to do, just your sign can, all your phone. Then name that what is on a rate, the cheese, mayonnaise. Jetzt ein Plot merken und dann strecke ich das so ab, die da klopfen ab. Ja. Eieiei, das wird aber sehr schön schmecken. Jetzt kann ich zu essen mit Etchakenbrie oder mit Chilke oder mit Etchakenstrahlen, das ist French Fries. Das war wie wir von dir da. Wie wir von dir essen mit French Fries. Du. Bitte noch ab. Das ist vielleicht grülich, aber ich würde sagen, das wäre grülich. Ein Schmein, du. Nun wird das Scheiß aller Schmack schmelzen. Wir wollen den Ofen hier abhärten von euren Fernsteck. Ich sehe, die ist 400 Grad, aber wir wollen das vielleicht ein bisschen draufdrehen bei 375 Fahrenheit. Und dann wollen wir das backen, was der Scheiß Schmack verschmolten ist, ein bisschen fernbrühen ist. Und dann den Tag wollen wir dann hier noch French Fries bruten. We're gonna fry up some French fries for this. Du, check them all. And then what we're done well noch down, da werden wir dort noch Todaken. Erste Stückchen werden wir Todaken. Dann steck 15 Minuten in der Water aufdaken und dann sehen wir das jetzt. Und dann Water losnehmen, dass die Käse dann tief brün wird. For the first 15 minutes, we're gonna cover it up. And then we're gonna take it off and then we're gonna brown the cheese yet. So, pack's out. Dankeschön. Na, setz mal, hier da wir noch Etchakenstremels, French Fries bruten, Tunkas. Säuerschein. Okay, da werden wir uns mal eine Schiefhalle reinmerken. Wir haben die Klaps hier nie gebacken, von einem Fern steckt 24 Minuten. Wir kicken mal. Oh, yes. Käse und alles ist so fein verschmolken. Todaken. Und dann hier, wo wird hier das sieht. Und dann hier haben wir heute frische Etchakenstremels oder was wir nennen French Fries, eigentlich Säuer French Fries. Hier haben wir Baklagan von uns Gordon. Du, check dem mal. Nun wollen wir dort noch
von dech Biwiesen. Mal sehen, wo ihr dort seht. Wow, das sieht aber sehr nicht einschmalten. Checkt mal. Nüval wie und das Ehren. Leider wird sehr schön schmecken. Okay, dann haben wir hier auch das rein. In Emmerhahn, ich will von dir was sagen. Dankeschön Gott für die schöne Multik, den nächsten Dankeschön. Für alle Freunde und die Jahres, was wir diese Woche gehört haben. Wir haben Jahres von Bolivia. Sehr schön speziert, die Gemeinschaft hat uns like alle sehr eingebracht. Und dann haben wir noch Jahres von Mexiko. Und das die Flair gesehen haben, die können hier ein paar Leute sehen. Dort haben viele Menschen interessiert. Das sind Jakob Friesen. Und er hat noch durch beim Altenheim, durch den Winkler auch gesungen für die anderen Menschen. Er hat das sehr schön gewohnt und sie sind auch sehr gesegnet dadurch. Und jetzt kam Herr Warabat hier in einem Aufscheid. Da wird noch ein paar Leute singen. Und dort wird er, wo ich diese Werke auch noch stauen. Aber immerhin, ich hoffe, jemand interessiert hat, diese Multit. Und das habe ich von, dass ich auch sehe, von Durango, ein Freund von Durango, Mexiko, gekriegt. So, nun war ich auch noch proben. Und mein anderer, heute Salzer hat sein Olle geworden, ich habe Tüßlaps 10 Bottelchen gekauft, aber hier halten wir den nicht. Hier haben wir dann Jalapeno gedreht, Jalapenos, Salt und Pepper, wo du am Wolfs mit übersalten. Und dann von dir, das ich habe von Belize, das ist sehr heut. Das nennt sich Sharp. Wir haben dort sein, wo dort ist. Dort ist das Irms heut. Ah! Wow! Wow! Dort liegt was von der Fan da. Du hast gewonnen, dass wir French Fries noch. Was immer haben. Und dann diese Klops, wo ich heute gemerkt habe, mit den kommst du beim. Das ist ein bisschen heut. Aber ich will sagen. Sehr schön. Ich tue die mehr zurück. Und die Tonte, was du am Jurang mit der Dressart schicken denn. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast oder nicht, aber ich will sagen. Sehr schön. Mach Gott, in aller Seelen. Wow!